Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Infolge der Umstellung auf das traditionelle Wappen erlebt der VfB Stuttgart einen wahren Ansturm auf die neue Kollektion. Nach den ersten Tagen zeichnet sich bereits ab, dass die Kosten schneller als erwartet wieder reingeholt werden können und sich die Umstellung auch finanziell lohnt. Auch traditionell hebt sich der VfB mit der Rückkehr zum alten Wappen so von Kommerzprodukten wie der TSG Hoffenheim ab. Das alte Wappen wurde auf der letztjährigen Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit wiedergewählt. Unser Kamerateam war beim Verkaufsstart dabei und hat uns einige Bilder geliefert. Schon vor der Eröffnung des Fansenders bildeten sich lange Schlangen, als bekannt wurde, dass nach dem Vorverkauf von etlichen Größen nur noch wenige Exemplare übrig waren. Letztendlich kann man von einem gelungenen Neuanfang sprechen. Ja, VfBler, mit diesem zugegebenermaßen lustigen, nicht ganz ernstzunehmenden Video wollen wir euch nochmal verdeutlichen, dass dem Verein durch die Wiedereinführung des alten traditionellen Wappen nicht nur Kosten entstehen. Vielmehr ergibt sich auch die Chance, sich noch deutlicher seiner eigenen Tradition zu bekennen und sich noch stärker von Produkten wie der TSG Hoffenheim abzugrenzen. Wir, die Initiative Pro Altes VfB-Wappen, sehen dann auch auf Marketing-Ebene größere Chancen.